Willkommen zurück, Leute, bei XCOM 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Kevin soll jetzt hacken, denn wir haben eine hundertprozentige Chance, dass wir sämtliche Aktionspunkte dieser Runde wieder zurückbekommen. Und damit sparen wir uns dann quasi eine Runde ein. Reduziert den feindlichen Willen um 50%. Ich finde das ja eigentlich richtig nice. Das holen wir uns. Und ich hätte sogar das andere bekommen, aber hey. Egal. Und dann lösen wir jetzt gleich den Angriff aus, würde ich sagen. Und starten diese blöde, hässliche Kugel. Vielleicht sogar einfach mit Lisa. So, wie weit kommt er denn jetzt? Nicht so weit. Okay, dann warten wir erstmal auf ihn. So, Lisa, wie weit kommt Lisa denn bis hier? Hier würde sie die auch sehen. Sie könnte auch einen Raptor-Schuss ausführen, ne? Wen sieht sie jetzt gerade? Den Codex? Und diese hässliche Kugel, oder? Wieso wird mir das nicht angezeigt, wie das Viech heißt? Ich glaube, es ist aber das Viech. Vor allem, sie sieht es eigentlich gerade gar nicht, ne? Okay, wir gehen hier hin. Begebe mich zum Ziel. So, 100, 100. Auf den nur 66. Warum, ey? Das ist eine Frechheit. War ich den Raptor-Schuss? Der ist eigentlich zu niedrig. Ich glaube, ich muss so ein Viech hier wegkritten. Wenn ich jetzt eine Granate wieder reinballer. Weiß nicht, ob das so gut kommt. Ich würde ihm sogar... Aber wir können uns mit ihm auch noch bewegen, notfalls. Mit dem Doppelschuss? Was habe ich denn da für eine Chance? 88. Ja, ich würde sagen, wir schießen normal, weil wir kritten auf jeden Fall. Wir haben 114% Crit-Chance. Also wir kritten definitiv. Was hat sie hier nochmal? Ah, Schredderkanone. Kann die... Wie viel Schaden macht die? 6 bis 9. Wäre vielleicht sogar die stärkste Alternative. Zerfetzt auch Rüstung, oder? Zerfetzt auch Rüstung. Okay. Was ist denn da passiert jetzt? Sie haben mich. Okay. Ich dachte gerade, ich sehe die nicht mehr. So, von hier würde Phil noch jemanden sehen. Okay. Ich denke aber, dass Phil Gefechtsprotokoll machen wird. So, genau, auf den. Torwächter 6, ja. Ignoriert immerhin Rüstung. Kevin kommt hoffentlich auch nah genug ran, um das noch zu machen. Jetzt sehe ich den schon wieder nicht mehr. Ist doch irgendwie, ne? So, 6 Schaden. Ach, das war ja wieder keine mechanische Einheit. Stimmt das? Ich glaube, ne? Die haben sich noch nicht bewegt, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wieso bewegen die sich nicht? Komisch. Funky geht hier hin. Wenn es sein muss. Das muss sein, ja. 74 auf dem Codex. Komm ich mit einer Granate ran? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Guck mal, wie kann ich denn, wenn ich hier hinschieße, treffe ich dort irgendwas? Ich könnte auch mit Lisa versuchen, gemeinsam raufzuschießen. Das ist eigentlich Verschwendung. Ich habe 74 auf den Codex. Probier es aus, Funky. Probier es aus. Okay. Er hat getroffen. Sehr schön. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Kevin. Sieht leider überhaupt niemanden, ne? Vielleicht kann er von hier immerhin das Gefechtsprotokoll starten. Gefechtsprotokoll. Yes, 6. Könnt ihr den killen? Ja, komm, der Torwächter hat nicht so viele Aktionen. Und Devorian darf ja auch noch. Sturm und Schuss. Da steht der überhaupt nicht. Also das ist irgendwie hier total verbuggt mal wieder, ne?
Oh, geil, Beförderung, Major. Sehr gut. Sturm und Schuss. Hier würde er ihn sehen. Hier auch. Hab ein bisschen Angst, dass ich hier was Neues aufdecke. Ich gehe mal in die schwere Deckung. Was man hat, hat man. 48, das ist so wenig. Ja, ich muss es riskieren. Daneben leider. Fehlschuss. Okay, Xanaron darf noch, oder? Ja. Vielleicht hat Xanaron ein bisschen mehr Glück von hier. So, ich muss aufpassen, dass das Viech kann halt wiederbeleben und all so ein Kack, ne? 55, das ist so lächerlich, oder? Unterstützungswert, verringert die Zielsicherheit des Tiers und beschießt es, wenn es sich rührt. Probieren wir das aus. Was zur Hölle? Warum? Wo kommen die jetzt her? So, es darf nicht so viel machen. Ja, es baut sich auf. Oh nein, nicht das Tor. Das ist so kacke. Das Tor ist echt mies. Truppmitglied verletzt. Oh nein. Nein! Xanaron, mach keinen. Lisa! Wo kommen die denn jetzt her? Oh, Leute. Leute. Die Sache ist mir zu heiß. Das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Du bekommst schon mit, dass hier Gegner sind und so, oder? So, er muss, glaube ich, die Rüstung schreddern von dem schweren Mech. Oder eine Granate reinballern. Nee, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich das so mache. Oh Mann, Leute. Da kommt wieder Freude auf. Ich kann aber gleich den Nahkampf-Kettenangriff hier sonst starten, ne? So, Kevin, geh mal hier vorne hin. Das ist schön, dass du jetzt kommst. Er könnte das hacken. Ja, aber er kann er auch nächste Runde noch machen. Er kann den schweren Mech killen. Torwächter muss ich down bekommen. Da komme ich vor allem noch nicht im Nahkampf ran, denke ich mal. So, mit Lisa darf ich leider nichts machen. Dieses Tor ist echt so kacke, ey. Macht auch noch so viel Schaden, finde ich, ne? Naja, gut. Ist jetzt halt so. Wir haben so viele Missionen in letzter Zeit gemacht, ohne Schaden zu nehmen. So, Lisa darf ich wahrscheinlich nichts machen mit, ne? Okay, Funky muss hier vorne hin. Okay, muss den Torwächter jetzt eigentlich killen. 54. Ey, Funky, come on. So würde ich beide treffen. Granate! Komm schon, Funky! Ah, er hätte sich neben Lisa auch stellen können, damit sie sich wieder beruhigt. Stimmt natürlich. Schwerere Feinde eliminiert. Okay, der ist umgefallen. Das ist gut. So, Phil. Sieht von hier natürlich nichts, leider. Einmal zu jedem fliegen und heilen wäre geil. Große Heilung benötigt! So, dann werden die beiden geheilt. Xanaron auch noch, Devorian auch noch. Drei Leute sind verletzt. So, 6 Trefferpunkte heilen bei jedem. Meine Güte, ey. Ha! Das ist eine krasse Mission mal wieder. Okay, Devorian darf noch. Oh, gebrochen wurde auch entfernt dadurch. Cool. Darf Lisa dann jetzt noch was? Ja, geil. Das ist ja heftig. Hier hätte ich sogar jemanden flankiert. Oh, Lisa hat auch den Sensenmann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier voll auf Rampage. Erstmal schmeißt Lisa irgendjemandem eine Axt ins Gesicht. Sekunde, okay, macht sie doch nicht. Sie geht erstmal auf Sensenmann-Kurs. So, dann rennt sie hier hin, tötet den ersten. Jetzt gibt's Rampage. Zack. Hey, geil, die Zehen. Habt ihr die Zehen gerade gesehen von ihr? Super geil. Das zählt ja auch als Nahkampfangriff, habe ich gehört, ne?
Ist eh eine Gratis-Aktion. Weggekriddelt. Lisa läuft. Also Lisa läuft wirklich, ne? In Nahkampf und tötet Leute. Da oben ist noch jemand. Den bekommt sie nicht, verdammt. Okay, sie könnte aber... 46. Oh, hier hätte sie jemanden flankiert. Wenn sie den da oben jetzt flankiert, ist er tot, oder? 98. Okay, dann werde ich wohl sagen... Halt, warte mal, ich könnte noch unsichtbar gehen. Kostet das eine Aktion? Ich habe 83%ige Chance und 93 Crit-Chance. Ach komm, Lisa, du brauchst nicht unsichtbar gehen. Ich glaube an dich. Yo. Ich brauche nicht mal den Doppelschuss. Es reicht, ihr einmal zu schießen. Und so, Devorian muss jetzt noch nicht mal mehr... Krass. Devorian muss nicht mal sein Dingens aktivieren. Der kann einfach so nach vorne rennen und den Typen umsensen und dann ist hier Ruhe. Tschuh. Trotzdem wurden die Leute natürlich verletzt, ne? Fortschrittlicher Fokus, ein Datenpad und ein Laservisier. Sehr gut. Zielpaket lokalisiert. 5 bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Gebiet ist sicher, das hört sich gut an. Okay. 15 bestätigt. Das Gebiet ist sicher. Ja, ich würde das Ding gerne hacken, aber mit irgendjemandem, der halt auch die entsprechenden Skillpunkte hat. So. Ach halt, warte. Doch, Phil kann das natürlich auch. Ja, er ist ja auch ein Spezi. Gut, Workstation wird gehackt. Und dann haben wir das ja eigentlich recht gut gelöst. Ja, er hat halt die eine Aktion gehabt, ne? Verzögert die aktuellen düsteren Ängste um 2 Wochen. Reduziert die Kontaktkosten für eine nahe Region um 50%. Ich finde das geiler. Düstere Ereignisse nach hinten, ja. Allein schon, ganz ehrlich, weil ich vielleicht bald das Problem habe, dass ein UFO mich jagt. Und darauf habe ich irgendwie so wirklich 0% Bock. Dann kann ich das vielleicht verhindern, indem ich noch einen nächsten Einsatz hier starte. Hoffe ich. Einsatz erfolgreich. Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Minus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. 3 Leute verletzt, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, sie sind nicht allzu lange verletzt. Hier haben wir das nächste Einsatzfoto. Todesengel. Okay. Und weiter geht's. Aber wir haben 2 Beförderungen, glaube ich, bekommen, ne? Xanaron und Funky, oder nicht? Oder hat Kevin eine? Kevin und Xanaron? Wir sehen's gleich. Wir dürfen auf jeden Fall ein paar Punkte wieder verteilen und ich würde gerne auch nochmal bei den anderen Leuten gucken, ob die noch Punkte haben. Ja, das ist schön. So, wir sind wieder zu Hause. Ach ja, das ist auch gut, wenn wir unsere Rekruten hier noch ein bisschen weiter... 4 Tage, 2 Tage, 4 Tage, das geht schon klar. Also, ja, Funky und Kevin, da siehst du wohl. So, Bereichsbeschuss, feuer ein Kegelfeuer bis Trommelfeuer auf alle Gegner im Wirkungsbereich ab. Außerdem kann die Deckung. Und den Ruptorschuss würde ich mal wahrscheinlich einfach so kaufen dann. Der ist sehr geil immer. So, und Kevin, du bekommst bei jedem erfolgreichen Feuerschutzschuss besteht der Chance, dass es ein weiterer Schuss abgeführt. Wenn du alle deine Aktionen auf die Bewegung verwendest, erhältst du am Ende... Ich finde Wachsamkeit super. Deswegen hole ich mir das. Okay, ah, sind wieder Leute müde, ne? Laservisier, sehr gut. Hallo, Commander. Signalstörung wurde verhindert, 79 Infos. Okay, wie sieht's aus? Soldaten anzeigen. Ah, ist in Ordnung, Leute. Ist in Ordnung. In einem Tag sind Unimond, Steffi und Day schon mal wieder fit. Ja, doch. Es ist in Ordnung. Ich könnte mir auch schönere Sachen vorstellen, aber hey. Guerilla-Taktik-Schule. Habe ich eigentlich schon alles? Neues daraus weben, was durch einen noch boshafteren und noch... Ach komm, wir haben so viele Credits. Prozess geschaffen wird. Parkour. Chance für uns auf eine freie Bewegung nach der ersten Bewegung der Runde. Okay. So. Außerdem, ich wollte eigentlich gar nicht hin. Ich wollte im Trainingszentrum mal eben schauen. Also Unimond. Er hat gar keine Punkte mehr. Gut. Devorian hat noch 7 Punkte. Schnellfeuer ist halt geil, ne? Deckungsfeuer. 15. Verbergen. Schattenangriff.
Wenn der Trupp aufgeregt ist, bleibt der Soldat verborgen. Entdeckung gewinnt im Essen. Ja. Also wenn, dann das Schnellfeuer. Ja, wir haben so viele XCOM-Punkte. Scheiße ich jetzt drauf. Gebe ich aus. So, Steffi habe ich, glaube ich, auch schon. Ja, Steffi habe ich schon komplett geskillt. Funky hat noch 8. Ja, der Ruptor oder Wachsamkeit. Wenn du alle deine Aktionen auf die Bewegung verwendest, ist auch nicht schlecht, ne? Heftiger Schuss. Schusshagel. Einfach ein Kugelhagel, der dein Ziel garantiert trifft, aber eine Menge Munition verbraucht. Ist auch geil. Kettenschuss. Schieß mit einer... Ja, das ist so nice eigentlich. Also ich finde, der Grenadier ist eigentlich schon eine ziemlich starke Klasse, muss ich sagen. Ja, brauche ich noch jemanden, der den Ruptor-Schuss hat? Oder eher... Vielleicht nochmal den Schusshagel. Garantiert treffen ist eigentlich gut, ne? Wachsam ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir schauen erstmal uns die anderen an. Phil. 7 Punkte auch noch. Unerbittlich. Ein zusätzlicher Zug ist eigentlich cool. Und er hat ja Wachsamkeit. Wenn du alle deine... Ah, okay, wenn ich alle auf Bewegung packe. Übernahmeprotokoll, Scanprotokoll. Die Kondensatorentladung ist auch nicht schlecht. Dann hat Phil auch nochmal gut etwas gegen mechanische Einheiten. Lisa hat keine Punkte mehr. Tod von oben, sichere Deckung. Der Klingensturm. Ja, aber sie hat gerade keine Punkte mehr. Unschuld. Unschuld hat noch 10 Punkte. Serie. Eine mächtige Kettenschussfähigkeit. Für jeden mit Präzisionsgewehr erzielten Kill werden deine Aktionen zurückerstattet. Ist schon sehr stark. Tod von oben ist aber auch sehr stark. Ich glaube aber, die Serie ist wirklich so... Sturm und Schuss ist natürlich auch geil, ne? Dann könnte sie mit der Pistole zum Beispiel immer noch Action machen. Wäre gerade für Unschuld eigentlich nicht schlecht. Löst keine Feuer. Das ist auch geil. Entdeckung mit dem ersten Schuss der nächsten Runde 20. Serie. Ich gebe ihr mal Sturm und Schuss. Dann kann sie zumindest mit ihrer Pistole noch Action machen. So, Ems könnte Schnellfeuer bekommen. Starke Sache. Ruptor. Zerfetzen. Die Schrotflinte zerfetzt Rüstung. Wenn sie eine andere Waffe hat, zählt es, denke ich, auch für die anderen Waffen. Machen wir mal. So, wir haben 36 Punkte noch immer. Mox. Er hat noch 4. Arschteuer. Day. Ziel. Eine Deckung gewinnt im ersten Schuss 20 C-Sicherheit. Sturm und Schuss ist für sie nicht ganz so interessant. Obwohl mit dem neuen guten Snipergewehr natürlich auch nicht schlecht, ne? Ich warte aber erstmal hier drauf. Also, die anderen sind noch nicht so weit. Gut, dann warten wir noch. So, was kann ich machen jetzt? Oh, was ist hier los? Mox und Darky könnten Stufe 3. Machen Sie es sich bequem. Machen wir das? Zwischen zwei Brötchenhälften. Ja, warum nicht? Ich weiß zwar nicht warum. Ich hab die doch gerade, die waren doch gar nicht gerade dabei. Keine Ahnung. Okay, ich muss jetzt ein paar Tage warten, damit die Leute hier gleich wieder fit sind. Nicht jetzt, bitte, danke. Ich wollte hier gerade Vorräte sammeln. Weiß zwar noch nicht so genau, was ich mit den Vorräten möchte. Obwohl ich natürlich die Kommunikationsanlage nochmal erweitern muss. Das kostet Geld. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Yay, 19 Fähigkeitspunkte haben wir bekommen. Okay. Neue verdeckte Operation. Puh, ich weiß nicht, was ich jetzt noch groß machen soll. Information vielleicht. Soldat kann verwundet werden, Wissenschaftler mitgeben, dann passiert das nicht. Ich kann aber auch einfach... Zielsicherheit 2 ist halt so wirklich lächerlich, ne? Da hau ich irgendeine so eine No-Names rein. Gut. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. Da ist es nicht so schlimm, wenn die verletzt werden. Da mache ich mir nicht so Sorgen. Jetzt habe ich... Wo habe ich eigentlich so viele Infos hier auf einmal? Okay, warte. Dann
Oh, Granate. Da gehe ich gleich hin. Ich möchte einmal kurz den Schwarzmarkt mir anschauen. Oh, Lisa ist wieder da, Xanaron ist wieder da. Läuft. Sehr nice. Okay, vielleicht muss ich die Leute einfach mal verletzen lassen, damit sie schnell wieder da sind. Grenadier. Überragende Wahrnehmung, Fokus, Geschwindigkeiten, Stecher. Brauche ich eigentlich nichts von, oder? 69 Illyrium. Hashtag Bonus. Ich denke, da brauche ich nichts von. Ja, Leute, wir könnten bald mal hier das Codex-Hirn in Angriff nehmen. Aber ich würde sagen, wir scannen erstmal nächstes Mal hier unten. Nach einer Granate und nach einer Munition. Mal schauen, was da Schönes dabei ist. Vielleicht kann man die ja notfalls wieder verkaufen. Den Flammenwerfer durfte ich interessanterweise nicht verkaufen. Ich weiß nicht genau, warum. Na gut, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.